Herzlich willkommen zu unserer Andacht am vorletzten Sonntag in der Passionszeit aus unserem evangelischen Gemeindezentrum in Schweich. Ich freue mich, dass wir wenigstens so auf digitalem Wege miteinander die Liebe unseres Gottes zu uns Menschen feiern können, die er uns im Leben, Leiden und Sterben Jesu erwiesen hat und durch die Kraft des Heiligen Geistes für unser Leben fruchtbar machen möchte. So feiern wir diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinde, in einem Geschäft liegt ein Nagel. Er liegt da. Er fragt nicht, warum und wozu. Er ist ja ein Gegenstand, ein Stift aus Metall. Er ist hart und kalt. Ein Nagel ist spitz. Man kann sich verletzen an einem Nagel. Viele Menschen kommen in das Geschäft und kaufen Nägel. Große und kleine, lange und dünne. Manche schlägt man in die Wand, um Bilder aufzuhängen. Andere schlägt man in Balken, um Häuser zu bauen. Nägel halten Schuhe zusammen, geben meiner Gartenbank die nötige Festigkeit. Nägel werden in Särge geschlagen. Nägel stellen keine Fragen, sie fragen nicht. Warum wird das Bild aufgehängt? Wer baut ein Haus und warum? So ist es auch mit dem Nagel, der in unserem Geschäft liegt. Da geht die Tür auf. Ein Soldat kommt, tritt ein. Nägel halten seine Stiefel zusammen. Nägel und Metallstifte zieren seine Rüstung, seinen Schild und den Helm. Warum? Wer fragt schon danach? Er nimmt den Nagel. Bezahlen braucht er nicht. Ein Soldat Roms bezahlt nicht, er nimmt einfach. Moral? Warum? So fragt ein Soldat Roms nicht, er nimmt. Er nimmt den Nagel. Stunden später wird er den Nagel ins Fleisch treiben. Stunden später wird er den Mann aus Nazareth ans Kreuz festnageln. Er wird seine Schreie hören. Er wird unter dem Kreuz stehen, wie all die anderen. Die Mutter, die Freunde, die Feinde, das Volk. Jesus aus Nazareth aber wird festgenagelt. Festgenagelt, das ist das Schlimmste. Wer festgenagelt ist, der wird zum Ding.
zum Gegenstand. Er wird zum Objekt für die Sonne, für die Gaffer, die Soldaten, die Vögel, die Spötter. Festgenagelt sein. Ein Ding nagelt man fest. Menschen nagelt man fest. Auf eine Äußerung, auf ihre Vergangenheit, ihre Hautfarbe, ihre Religion, ihre Fehler. Rufen ist dann sinnlos. Man ist ja festgenagelt. Ein Ding kann nicht rufen. Niemand wird hören. Der Festgenagelte am Kreuz ruft aber, und der Soldat unter dem Kreuz hört: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, der Mann am Kreuz, nagelt niemanden mehr fest. Er befreit. In seinen Armen dürfen wir uns geborgen fühlen. Amen.
Ein Referent begann sein Seminar damit, dass er einen 50-Euro-Schein hochhielt und fragte: Wer will diesen 50-Euro-Schein haben? Einige schauten ein wenig zweifelnd. Wollte er wirklich 50 Euro einfach so verschenken? Doch die meisten hoben dann die Hand. Es gab ja nichts zu verlieren. Okay, fuhr der Referent fort, viele wollen den Geldschein haben, aber wenn ich nun Folgendes mit dem Geldschein mache, sagte er und knüllte den Geldschein zu einem kleinen Papierballen zusammen, wer will ihn dann noch haben? Immer noch hoben viele im Saal die Hand. Eine letzte Frage, sagte der Referent, wollt ihr den Geldschein immer noch haben, auch wenn ich das mache? Und er warf den Geldschein auf den Boden, trat auf ihn und hob ihn dann wieder auf. Nun war der Geldschein zerknüllt, schmutzig und sogar ein bisschen kaputt. Doch die Hände im Saal blieben immer noch oben. Ihr habt nun die erste Lektion für heute gelernt, sagte der Referent. Ganz egal, was ihr mit dem 50-Euro-Schein macht, ihr wollt ihn immer noch haben. Weshalb? Doch wohl deshalb, weil er nicht seinen Wert verloren hat, egal was ich auch mit ihm gemacht habe. Ihr seid wie Geldscheine. Das Leben wird euch ein ums andere Mal zusetzen. Ihr werdet euch kaputt und angestoßen fühlen. Aber ihr behaltet trotzdem euren Wert. Für die Menschen in eurer Umgebung seid ihr von unschätzbarem Wert. Euer menschlicher Wert beruht nicht auf dem, was ihr tut oder was ihr könnt, sondern auf dem, was ihr seid. Geliebte Geschöpfe Gottes, mögen wir das immer mehr begreifen. Amen.
Lassen Sie uns beten. Lasst uns beten für alle Menschen, die zu wenig von Gottes Liebe spüren. Für alle, die nicht glauben können und denken, sie müssten ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Lasst uns beten für alle Menschen, die einsam sind und darunter gerade in diesen Pandemiezeiten besonders leiden. Lasst uns beten für die Menschen, die sich ihr Leben gegenseitig schwer machen. Lasst uns beten für die Menschen in den weniger entwickelten Ländern unserer Erde, die immer noch hungern müssen, obwohl die Güter unserer Erde für alle Menschen ausreichen. Guter Gott, beschenke uns gerade in diesen schweren Zeiten mit erfülltem Leben und lass uns glaubwürdige Zeugen des Lebens sein, wie du es gemeint hast. Alles, was wir noch persönlich auf dem Herzen haben, kleiden wir in die Worte des Gebetes, das Jesus auch schon gesprochen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. I love you.